Hallo und willkommen zurück zu Jack the Lions Online Reloaded und wir gucken uns noch weiter hier diese. Ah, ist noch gerade im Laden. Die Rüstungen an. Ob ich da noch irgendwas austauschen konnte. Naja. Die Wahrnehmung ist halt viel besser. Das hier ist Schrott. Dann haben wir noch die hier. Leichte Rüstung. Das ist aber 49. Müssen wir dann später schauen. 121, 50, 50. Das hier ist halt viel ausgewogener. Bonus kritische Treffer, aber 25%. Nehmen wir das. Okay. Und die schwere Rüstung. Das hier ist noch zu hoch. Das ist genau das, was die schon anhat. 123, 95, 123. Naja, ist das ja besser. Ja. Gut, mit der Wumse hier, da sollten wir ganz gut auch jetzt was ummähen können. Da können wir wieder aufwerten. Du benötigst Werkstatt Level 5. Ach, muss man einmal schließen und wieder neu machen. Nö. Ach so, klar, das brauchen wir. Das haben wir dann noch nicht. Oh, Maschinenöl. Da brauchen wir diese Kameras. Da brauchen wir überall ein höheres Level. Okay, dann würde ich sagen, sind wir bereit für das nächste. Nur bin ich jetzt theoretisch auch zu niedrig für die. Die sind nämlich 47 bis 50 und 48 bis 50. Und das hier ist 50 bis 50. Aber ich schätze, da müssen wir durch. Kenne ich schon, alter Hut. Sagt euch Alrolko was? Kleiner Fleck im Meer mit irre vielen Waffen. Offenbar waren die Raketen auf dem Schiff unterwegs in die Hafenstadt Balim, genau wie wir. Der Polizeichef dort wurde heute ermordet, also rechnet mit Chaos. Untersucht die Waffenlieferung auf Alrolko. Mhm. Kenn ich schon, alter Hut. Riecht nach Geschichte. Zunächst müssen wir herausfinden, wer die Raketen haben wollte. Schaut euch im Büro des Hafenmeisters um und findet die Ladungsverzeichnisse. Das sind nur drei Missionen. Waren das da nicht vier? Ne, es sind nur drei. Okay. Crit.
Ja, und hier ist mit dem MG, das kann man vergessen. Oh, fünf Leute. Dann müsste ich jetzt natürlich noch einen anheuern. Oder wir ignorieren den fünften erstmal. Denn hier Cliff, Gaskett und so weiter, die zuletzt gekommen sind, die müssten ja nochmal kommen in einer höheren Stufe. Ich würde mir jetzt eigentlich nur ungerne so einen holen, wenn der sowieso dann wieder ersetzt wird. Oder wir trainieren den halt mit hoch. Ich werfe den ja mal raus. Michael Dawson, MD. Yes, Dr. Quinton here. Kirk Stevenson here, otherwise known as Static. Hallo, hallo? Yeah, hello? This is Steroid Gontarski speaking. Die Waffen sind halt Schwachsinn. Lieutenant Conrad Gillett, please don't ask for autograph. Hallo, Fidelis in Appliance. Magic. Reflexe und Ausdauer. Das ist schon ganz ordentlich. Mit Maschinenpistolen und Flinten. Dem könnte ich halt auch noch ein Sturmgewehr in die Hand drücken. Also primär Sturmgewehre und dann Maschinenpistolen. I tell prospective clients that I believe in the three E's of killing. It should be efficient, expedient and elegant. Geschicklichkeit, Reflexe. Magic. I tell prospective clients. Na gut, das sind ja die Sachen, die ich erhöhen würde. Ausdauer habe ich bei keinem erhöht. Expedient and elegant. Dann nehmen wir den, würde ich sagen. Und dann baue ich den aber auf Sturmgewehre um. Yeah, what do you want? Der trotzdem nur 23 AP ist, ist irgendwie, naja. Reskill jetzt. Das ist zwar nicht dein Hauptdingen hier, aber es ist mir ziemlich egal. So. Er hat jetzt noch fünf Stufen, dann kann er da noch ein paar Punkte reinstecken. Aber wobei, der hat auch keine Stärke. Und da von vornherein 52. Das heißt, den müsste man schon auf 80 erhöhen.
Oder ich mache da als zweites Sniper. Kommandos töten am liebsten auf kurze Distanzen. Durch schnelle Reflexe schießen sie meistens zuerst mit MPs und Pistolen. Reduziert Rückstoßeffekte. Machen wir das so. Kommt dann noch ein Sturmgewehr? Scharfschützengewehr. Naja, machen wir auch Scharfschützen. Denn die Kopfschüsse sind hier so wichtig. Das ist jetzt eine MP. Der bräuchte natürlich. Ja gut, der hat natürlich auch schon eine Rüstung dann. Das ist dann leicht, genau. Der bräuchte theoretisch noch ein Scharfschützengewehr. Da habe ich wahrscheinlich keins mehr. Ja. Na gut, dann hat der im Moment jetzt nur eine MP. Ist dann halt so. 45er. Auf geht's. Besiegt die Gegenseite. I'm on it. I see you. Ist ja super. Fängt ja gut an. Standing by. I need bullets immediately. Ja, ja, machen wir nochmal neu. Den weg. Was braucht die? 338.
I see you. You got my ear. Kann der die denn angreifen? Ja. Nein, daneben geklickt. Na super. Hab ich ja toll gemacht. I'm here. Yes. Okay, dann probieren wir erstmal dem da was in den Kopf zu drömeln. Ach, der hat sowieso keine Rüstung, hätte ich auch so machen können. What? You got my ear. Ja, nee, da habe ich mich ja, schon komplett verkackt. Also nochmal. Aber das, die Position ist auch mal erstmal super kacke. Wobei, wenn wir den ersten direkt getötet bekommen, dann ginge es ja noch. Ready for new orders. Ich glaube, der sieht den aber noch nicht. Der könnte sich aber halt da schon mal bereit machen. Und die eigentlich auch. Okay. Wenn das funktioniert. Die ist zu schlecht getarnt. Offensichtlich. Ich mach das hier trotzdem mal weiter und guck mal. Ja, passt. Holla. Der hat keine Rüstung. Kill confirmed. Unerwartetes. Gut. Die halten aber halt beide nichts aus. Dann machen wir den hier, der ist dann auch sofort tot. Ja, nicht ganz sofort, aber fast sofort. Aha. Ready for new orders.
machen. Mal wieder das Windows-Ladedings, nicht, dass der wieder rüberspringt. I guess. Gut, den kann man einfach dann wegsnipern. Okay. You got my ear. Da ist niemand. Nur die kann da drauf ballern. Der kann da drauf ballern, auch wenn das nicht ganz optimal ist. Aber noch näher ran will ich den nicht ziehen. Hätte ich auch schon anlegen sollen. Aber gut, dann fangen die an. Vielleicht reicht das. Jawohl. Das ist schon ein verdammt gutes Ding hier. Aha. Der wird wahrscheinlich nicht. Aber wobei, der kann ja jetzt noch vorne. Problem eliminated. Das ist nicht so schön, aber. Ja, passt. Okay, dann haben wir den noch. Wunderbar. Der steigt bald. That's done. I'm in search of new direction. I'm in search of new directions. Okay. Ich vermute, dass wir den Großteil sogar schon haben.
Alright, we've got some friendlies. Okay. Made it in one piece. What's the story now? Dann können wir auch mal nachladen. Anlegen. Contact. Contact. Aha. Ein bisschen dazwischen. Understood. Ist ein bisschen nicht so gut. Ein kleines bisschen nicht so gut. Yeah, okay. Standing by. That's done. I'm in search of new direction. Keine neue Unterbrechung, schade. Aber gut, die sind jetzt wohl auch kaputt. Nehmen wir erstmal den, der am weitesten weg ist. 52% Crit. Das ist zu weit für die Waffe. Machen wir zweimal mit 7. Ach komm. Take that. Noch einer. Dumm. Someone took a little too much off the top. Mhm. Nachladen. 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 You got my ear. Roger. Hear you. Yeah. Ist noch nichts. Vielleicht kann der da aber was sehen. Er sieht hier ein bisschen weiter. Das ist wahrscheinlich da hinten, da oben irgendwer noch. Welches einfach von beiden Seiten aus ranlaufen.
That's done. I'm in search of new direction. Dumm. Ja. Der kann natürlich hier gar nichts machen mit seinem Nahkampf-Dingen. Aha. Zu weit weg. Dort geht's. Okay, da hinlaufen. Antagonist. Und Feuer. Ich guck mal, wie weit ich den so runter bekomme. Na, schieß mal einmal sicher. Und dann guck mal erstmal, dass wir. Ach, das sind zwei. Quatsch. Was ist denn das für einer? Oh, gotta love it. Ah. Okay. Hafenmeister. Ja, 81 reicht. Was eine Reichweite hat die? 4 nur. Schön. Eine Tarnkopfbedeckung. Ja, super. Ja. Ein Level up. Das Ladungsverzeichnis deutet auf einen reichen Kerl, der anscheinend den Großteil der internationalen Schifffahrt nach und aus Al-Rulku kontrolliert. Was? Deutet auf einen reichen Kerl, der anscheinend den Großteil der internationalen Schifffahrt nach und aus Al-Rulku kontrolliert. Schauen wir uns dieses Lagerhaus einmal an und sehen nach, was es sonst noch so hortet. 25, ja. Räumt das Lagerhaus aus. Mhm.
Was hatten wir gefunden? Okay. Die war auch Unsinn. Ein bisschen Ammo. Müll. Ammo. Müll. Müll. Ammo. Okay. Dann werden wir die nächste Mission aber dann auch wieder erst beim nächsten Mal angehen. Bis denn!